komm, tu nichts, was du nicht. Genau, so sieht's aus. Wir kommen zurück hier. Wir machen jetzt, das wird jetzt hier, Together wird Koop-Spiel. Jetzt, ich habe keinen Bock, das alleine zu spielen. Dark Souls 2 ist scheiße. Hallo Leute, ich bin wieder zurück. Dark Souls 2 war scheiße, Dark Souls 2 ist Scheißerei. Boah, mein Controller vibriert sogar, wenn ich jemanden rufe. Ist das geil. Reinhold, Junge, krass. Hi. So, die Problematik war ja allein schon, dass ich diese scheiß Wand kaputt kriege. Aber das habe ich hingekriegt. Ich bin da gar nicht oft gestorben. Alter, voll die Minisymbole. Warum haben manche so eine kleine Rufsymbole? Zeigt das die Größe etwas anderes an? Man weiß es nicht. Egal, ich muss hier runterkommen. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Ich habe gerade schon 12.000 Seelen verloren. Ich sag dazu mal nichts. Natürlich, ach, das ist so behindert, dass er mich immer noch trifft. Moment, der hat was fallen lassen. Oh, Höhlensoldatenrüstung, meine Sammlung wird immer größer. Hinter dir kommt einer, ne? Der da unten, hier der letzte Riese, war voll easy. Bin der ich, war wirklich easy. Bin zwar auch ein, zweimal dran gestorben, aber... Nicht nur einmal. Ich glaube, ich bin zweimal gestorben, aber das lag auch daran, dass ich beim ersten Mal, glaube ich, nichts mehr zum Heilen hatte und beim zweiten... Hat er mich mit seinem Arm getroffen, obwohl ich hinter ihm stand? Ist halt doof, wenn man nicht weiß, was die können, ne? Bei mir war das Problem, dass ich nämlich einfach stumpf unter seinem Fuß gestanden habe. Ja, das habe ich auch gemacht. dem Stampfen bin ich halt immer ausgewichen. Das funktioniert ja ganz gut. Aber er hat mich dann doch einmal damit getroffen. Wohl. Das war dann nicht so gut. Ja, komm her, ich weiß, dass du dich hier versteckst. Wie auch immer der komische Mongo-Soldat, oh Gott. Mongo-Soldat heißt, der wird jetzt so geraped, hoffe ich. Kannst du dich eigentlich selbst heilen? Nee, ne? Ist hier immer noch wie im ersten Teil. Nee, ich kann mich selbst heilen. Ah, cool. Boah, hier meine ganzen Seelen, die ich noch habe. Warte, die muss ich mir jetzt aber schnell noch holen. 900 Seelen, geil. Okay, ich werde versuchen, jetzt schon nicht zu sterben. Okay, ich weiß, ja, komm. Ausgewichen, mein Freund. Hier ist es mir übrigens auch scheißegal, ob ich die Bosse alleine mal versuche oder nicht. Das ist mir hier total wurscht. Weil ich habe gemerkt, der zweite Teil ist scheiße. Und ich möchte ihn primär nur durchspielen. Au. Alter, dass er mich mit dem Scheiß noch trifft, ist ja so eklig, ne? Na, zur Not musste ich heilen. Aber ist ja schon mal gut, dass ich auch einen zweiten Charge schon gefunden habe. Natürlich trifft er mich. Ich brauche irgendwas. Gibt es hier auch wieder so ein Schild, was Ausdauerregeneration hochbringt? Ja, ich meine. Sehr ich habe keine Ahnung. Oh. Oh, nee. Tu das nicht. Wir könnten Freunde werden irgendwann. Ist er gestunt? Ah. Ich glaube, er war kurz gestunt, aber nice. Ich habe auch einfach nochmal draufgehauen, um zu zeigen, yo, ich bin auch da. Seele des Verfolgers, Ring der Klingen. Hä? Verschwindest ja gar nicht. Warum verschwindest du nicht? Tschüss! Hallo! Das finde ich aber eigentlich cool, dass man nicht verschwindet. Oh, was habe ich denn hier? Erhöht körperliche Angriffe. Ja, bei mir ist alles körperlich. Können wir das Ganze nochmal zusammen für mich machen, damit ich das auch eben habe? Mm. Ich glaube, man kann sich außerhalb des Nebels noch beschwören. Ja? Also direkt vor dem Boss, das meine ich halt eben. Ja gut, das kann sein. Dann. Ach so, kann... Moment. Ach so, doch, ja, hier. Okay, alles klar. Schickt anderen eure Welt zurück und euch in... Was? Wie mache ich denn... Wie lege ich hier ein Rufsymbol? Muss ich dafür den Ordnungsknochen hinlegen?
Nee, du brauchst ganz normal wie auch vorher den weißen Symbolspeckstein. Wo kriege ich den her? Den kannst du bei der einen Händlerin kannst du den kaufen. Wow, oh, okay, ich habe doch noch Gegner. Wer ist denn die eine Händlerin? Es gibt hier... Ein Leuchtfeuer, wo du mich gerufen hattest. Achso, bei der kann man ihn kaufen? Na gut. Ich glaube, bei der kannst du den kaufen. Ja, dann kannst du rein theoretisch vielleicht da bleiben, weil ich muss dann eh zurück. Ich muss mir den dann holen. Oh, nee, da möchte ich nicht lang. Warte. Oh, nee, dann kill ich mal eben kurz die ganzen Gegner hier vorne noch. Okay, one hit. GG. Hä? Hier liegt ein Rufsymbol? Das ist aber nicht meins. PP irgendwas. PP irgendwas, der ist nicht gut. Kann ich aus Erfahrung sagen. Wieso, hast du den gerufen schon mal? Nö. Aber PP sind immer scheiße. Pech. Falsche Richtung, mein Freund. So, nein. Die Händlerin ist weg. Warum ist die Händlerin weg? In Majula. Dann ist sie in Majula. Boah, blöde Kuh. Na gut, dann muss ich jetzt nach Majula. Aha. Aber dann kann ich... Ah, ist auch okay. Dann kann ich nochmal leveln. Dann weißt du nach Majula zurück, weil dann kann ich nämlich auch nochmal leveln. Weil ich habe nämlich durch den Bossfight nämlich 6000 Seelen oder sowas gekriegt. Naja, ich habe jetzt 13.700 und ich habe ja die Seelen von den beiden Bossen noch, von dem letzten Riesen und... andere Dinge. Was ist eigentlich dein Soul-Level? Also dein Seelen-Level? Informationen und dann oberste Leiste ganz rechts ist das. Ja, Moment. Spielerstatus, ganz oberster rechts. Spielerinfo? Spieler... Nee, Spielerstatus. Spielerstatus ist das. Und dann oberste Zeile, die ganz rechts. 55.790? Ja gut, da bin ich gerade bei 59.821. Und was sagt das aus? Nix. Du hast eine bestimmte Range, in der du, also es gibt ein bestimmtes Seelenlevel, wie viel du irgendwie rufen kannst oder so, irgendwie sowas war das. Das läuft hier, glaube ich, minimal anders ab, meine ich. So, hier schon wieder. Halt die Schnauze noch. So. Nee. Moment. Verkauf den aber nicht. Evelyn. Ich glaube, das brauche ich bestimmt einmal. Die verkauft es aber nicht. Ich guck gerade mal nach. Wo habe ich den denn her? Dann muss ja hier irgendein Händler sein. Ich kann ja mal bei den Schmieden gucken, aber wobei Schmiede verkaufen wahrscheinlich eher nicht sowas, aber. You, man weiß ja nie. And you are Katze? A man ought to labor, not roam around. Oh, warte mal, kann man den bei der Katze kaufen? Schon kaufen? Katze ist, oder? Ja, die Katze weiß ich, wo die ist. People these days. Oder kriegt man den erst später? Eigentlich recht früh, aber ich weiß halt gerade nicht, wo ich meinen her habe. Ich habe sogar so einen, das Lustige ist, ich habe ja so einen... Ja, komm, lass mich in Ruhe. Wo, ja, kann ich mal das Menü aufmachen? Danke. Nee, Heimatknochen verkauft sie. Warte, muss ich dafür jetzt ernsthaft ans Leuchtfeuer? Ich hatte mal so einen kleinen Mini-Symbol-Speckstein, einen weißen. Mhm. Ja. Nothing suited you, oh, wo kriegt man den denn nochmal her? Ansonsten google ich kurz. Warte mal, hier ist ja noch der Zauberer-Mongo hier. Vielleicht verkauft er sowas. Okay. Nee, auch nicht. Verkauft nur Rüstung. Ja, keine Ahnung. Ja, kleinen weißen Symbolspeckstein habe ich auch noch zusätzlich. Ja, warte kurz. Dann google ich mal eben kurz schnell und dann... Weil wäre schon nicht so verkehrt, wenn man das Ding herkriegt, ne? Ich guck nochmal, ob ich den nicht doch hab, aber eigentlich nicht. Nee, hier sind nur Ausrüstungsgegenstände, Ringe, Pfeile, Schlüssel,
Flakons, Menschenbild, Lebenstein, gelbes Kraut, grüne Blüte, Heimatknochen, Finstersymbol, Reparaturpulver, rostige Münze, Leutalisman, Abfall, schwarzer Trennkristall, Ordnungsknochen, Pharus, Wahrheitsverkünder, brauche ich bestimmt für irgendwas. Und ein glatter, seidiger Stein. Ja. Das ist das, was ich habe. Eidbruder, vielleicht kannst du mir das geben. Ist aber bestimmt ein krasser Dude. Look at how they hurt it. Ja, ich weiß, alles scheiße. Er gibt mir nichts. May you find peace on your journey. Ja? Ich höre nichts, falls du was sagst. Ich glaube, mein Internet ist gerade wieder abgekackt oder so. Naja, egal. Irgendwann wird er schon wieder da sein. Ich werde mich irgendwann schon wieder verbinden. Gegenstandskiste. Da ist ja auch nichts drin. Ne? Also ich wüsste nicht. Naja. Kriegt man wahrscheinlich irgendwann. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen leveln. Ich werde mir aber ein paar Seelen mal behalten. Man weiß ja nie. Ja, ist ja gut. Verbindung zum Spielzeuger verloren. Wechsel in den Offline-Modus. Nachricht, Mehrspieler, bla 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 bla. Ja, ich weiß. Vitalität. Auf jeden Fall Vitalität auf 10 erstmal machen, weil ich brauche mehr Leben, ey, definitiv. Das mache ich auf 20. Irgendwie ist das hier alles nicht so wie im ersten Teil. Das ist alles ein bisschen weniger wert, habe ich das Gefühl. Man kann auf jeden Fall mit weniger Seelen mehr Level steigen. Ja. Deswegen kann ich theoretisch auch hier, ich kann alles ein bisschen machen. Ich kann auch Stärke ein bisschen pushen. Geschicklichkeit mache ich noch höher und jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich noch 4000. So, ich denke mal, das kann ich so erstmal machen. Ob es was bringt, keine Ahnung. So. Jetzt habe ich noch 4000 Seelen übrig. Ich müsste mich gleich wieder einwählen, hoffe ich. Ich weiß aber auch gar nicht, wie komme ich denn hier in den Online-Offline-Dingsbums-Modus? Spieloption. Nee, irgendwie nicht. Bildschirmoption. Nee, auch irgendwie nicht. Ah, ja, hallo? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, jetzt höre ich dich auch wieder. Ja, mein Internet ist gerade abgekackt. Okay. Den weißen Summon Stone da. Du weißt doch noch, wo dieser eine Soldat war, mit dem du ganz in diesem einen. Oh, nicht schon wieder, ey. Irgendein Soldat, mit dem ich geredet habe. Nö, keine Ahnung. Er ist wieder, Alter, mein Internet, ne? Es ist alles so zum Kotzen. Wenn ich mit Nico irgendwas spiele, entweder sein PC schüttet ab, mein Internet kackt ab. Boah, so mittlerweile geht mir das alles so hart auf den Sack, ey. Und dann kommt noch so ein scheiß Spiel dazu. Also momentan bin ich nicht der größte Fan von Dark Souls 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwie die Steuerung ist halt scheiße irgendwie. Also die haben sie echt verkackt. Hätten sie lieber die Steuerung aus dem ersten Teil nehmen sollen. Jetzt weiß ich halt auch nicht, welchen Soldaten er meint. Ehrlich gesagt. Manchmal klappt das mit dem Internet voll gut, aber ganz oft leider nicht. Und mal da oben war das. Aha. Vor allem, es dauert immer so lange, bis dieser verfickte Router sich neu startet, ne? Welcher Soldat? Evin? Warte mal. Nee, wo war denn das überhaupt? War das hier runter? Ja, ne? Nee, das war... Warte, wo war denn das? Doch, das war hier runter. Vielleicht meint er ja den Soldat. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir gucken mal. Konnte ich hier überhaupt irgendwo hin? La 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 la. So, jetzt verbindet sich auf jeden Fall Discord wieder. Ich hoffe, es geht gleich wieder. Nee, bin ich ja wieder hier. Was war hier? Ah, eine Kiste. Aber da ist ja nichts mehr drin.
Kondition hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser oder ein bisschen mehr steigern sollen. Wäre wohl besser gewesen. Ich habe auch einen mega hohen Ping, weil mein Internet einfach momentan so scheiße ist, ey. Alter, diese ganzen Internet-Provider sind alle gleich scheiße, ohne Witz. Kriegen alle nichts geschissen. Es ist einfach so zum Kotzen. Was heißt denn das da oben eigentlich? Meine Waffe? Nee, meine Waffe ist nicht kaputt, oder? Es braucht aber auch relativ lange, um sich einzuwählen. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz eine Pause. So, dann hoffe ich, Internet ist wieder okay. Alles klar. Datei ist wieder zum Wald und dann wieder zum Kardinalsturm und dann mit diesem Spasti da reden, alles klar. Ich habe richtig Bock auf Dark Souls 2, richtig Bock. Hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dich noch. Es läuft im Moment alles flüssig. Ja, also ist im Moment nur wenn du nichts sagst, denke ich immer, okay, mein Internet ist abgekackt. Nein, nein, alles gut. Nee, also es ist okay, alles gut. Jetzt bin ich stärker, jetzt muss ich den wegmachen ohne Ende. Hast du eigentlich die eine Wand an dem Leuchtfeuer eigentlich kaputt gemacht? Weil das habe ich ja gesehen gehabt. Du musst, im Grunde, da steht doch einer auf diesen Zinnen drauf, der mit Brandbomben wirft und den habe ich... Ich habe so lange davor gestanden, bis er es endlich mal gecheckt hat, dass er... muss halt den richtigen Spot finden, der muss auf die Fässer werfen. Ah, okay. Und dann geht's kaputt. Weiß ich auch nur, weil ich mal vor Jahren Let's Play gesehen habe. Du kannst auch selbst dagegen hauen, aber das ist vielleicht nicht so klug. Also kannst du machen, du müsstest das eigentlich überleben, aber trotzdem. Lieber soll er es machen. Nee, da gehe ich nicht rein. So, du Penner. I'll leave this one to you. I'm worried about what. I'll leave this one to you. Das überlasse ich euch. Der gibt, ist es der mit dem Speer? Meinst du den? Das ist ein Speer, den er in der Hand hat. Den meinst du auch? Ja, ja, genau richtig. Den meine ich auch. Der gibt mir nichts. Na gut, dann gehe ich da jetzt durch. Alles klar. Oh, noch nichts passiert. Hier ist ein Schmied irgendwo, kann das sein? Oh, surprise, surprise, die Tür ist zugegangen. Oh mein Gott, jetzt bin ich aber am Arsch. Oh, so tatsächlich, weil ich bin noch im Menü. Alter, wie viele da kommen. Ach du heilige Scheiße. Okay. Alter, oh, dieses mit dem Rollen, ne? Ich sterbe gleich, alles klar. Jo, ich bin tot. Da kommen ja nur ein paar, das sind 5 Stück. Wie soll ich denn 5 Stück auf einmal besiegen? Scherzkeks, ey. Alter. Ach so, Kacke. Ich bin ja gestorben, warte mal. So. Okay, ich glaube, hast du dich vielleicht gemutet? Ich höre dich nicht. Ich habe mich nicht gemutet, ich sage nur gerade nichts. Das ist alles. Ist vielleicht nicht so cool, wenn du nichts sagst. Ja, sorry. Nein, 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 ich will nicht sterben. Ich habe gerade echt... Nein, nicht sterben. Alter, geh doch hier mal zurück, Alter. Oh, Glück gehabt. What the fuck? Was? Was? Oh Gott. Komm, schmeiß. Schmeiß eine Bombe, bitte. Schmeiß eine Bombe, bitte. So, mal einen Lebenstein schlecken. Oh, der hat was. Ach komm. Was auch immer er gedroppt hat, das ist bestimmt scheiße. Jetzt ist die Tür ja zu. Jetzt komme ich da gar nicht mehr durch. Das ist jetzt doof. Jetzt liegen meine Seelen dahinter. Ich töte den jetzt einfach. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsafe. Kannst du nicht mal jetzt endlich mal mit Bomben. Willst du mich verarschen? Da sind, macht die Kacktür wieder auf. Ich mach den jetzt kaputt. Now, stop that. Oh, I can. Ich schmeiß bitte Bomben nicht mehr. Warte mal, kann man das nicht selber machen, indem man selber Bomben schmeißt eigentlich? Hä? Ja, wenn du Bomben hast, kannst du es machen, ja. Ich töte dich jetzt, weil du scheiße bist. Okay, ich töte dich doch nicht, weil ich kann anscheinend natürlich nicht anspringen, alles klar. Ist ja auch klar, ne? Oh Gott. Okay, ja. Ich hab die Abkürzung gekriegt. Finde ich schön. So. Penner, ey. Stirb und verreck in der Hölle.
Pate Speer und Ring der Dorn. Toll. Also der gibt mir nichts mehr. Ich hab den jetzt getötet. Ich glaube, du und die Steuerung werdet auch nicht die größten Freunde, oder? Oh Gott, nein. Wie kommst du jetzt 30 Minuten später darauf, das jetzt zu sagen? Ich hab ihn nur jetzt getötet. Ich warte, den soll der... Was? Okay. Oh Gott. Oh oh. Ach du heilige Scheiße. Zu viele Gegner. Nein, zu viele Gegner. Eieieiei. Alter. Oh Gott, hier ist eine Wand. Da komme ich nicht weiter. Ist doof. Scheiße. Oh Gott, ich bin tot. Warte, wait, what? Wo ist denn der Soldat hin? Boah, Alter, das Spiel geht mir hart auf den Sack. Da war dir sogar selbst Dark Souls 1 noch angenehmer, wa? Nee, Dark Souls 1 war auch scheiße, aber der zweite Teil ist noch beschissener. Der war gut. Nein! Ja, na klar, er kann einfach mein Angriff ist ihm scheißegal. Ja, wo krieg ich denn jetzt so einen scheiß Knochen her? Ein Specksteinscheiß. Das ist eigentlich. Aua! Das ist eigentlich der. Was? Nee, der gibt mir nichts mehr, ich hab ihn getötet, nochmal. Hast du gar nicht töten brauchen? Doch, der hat mich genervt. Komm, natürlich! Oh, das war doof. Hier komme ich nicht mehr raus. Nein, warte. Oh, ich bin gleich wieder tot. Na, vielleicht auch nicht. So, schnell hier raus. Ich gehe dann jetzt hier hoch. Dann heile ich mich. So, dann werde ich jetzt erstmal heilen. So, ja, sehr gut. Kommt ihr hier schon hoch? Oh, klettert doch hier hoch, ihr kleinen Pissnäcken. Alter, 45 Minuten Fackel, Alter. Das ist zu viel. Tja, was mach ich denn jetzt? Warte. Nein, warte. Boah, Alter, ernst? Jetzt geht hier einfach? Alter, was seid ihr denn für eine behinderte, dumme KI? Ohne Spaß. Habe ich noch irgendwas zu schmeißen? Nee, habe ich nicht. Kacke. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Estusse mehr. Ich nicht mehr heilen. Das ist nicht gut. Ich meine, ich sterbe jetzt nicht, aber trotzdem. So. Oh. Nein! Oh Gott, ey. Wer zum Geier platziert sein Rufsymbol bitte direkt hinter einem verkackten... Nur dämlich, muss man echt sagen. So, und ich google jetzt nochmal, wo man den... Eigentlich ist das einer der einzigen... Warte mal kurz. Ich hatte das ja gerade offen. Also mir hat er nichts gegeben und ich komme jetzt auch nicht mehr in dieses Gebiet rein, weil das Tor ist jetzt zu. Also habe ich mir gedacht, das ist ein Arschloch, ich töte ihn jetzt einfach. Oh Gott, if you kill him before he gives it to you, you can revive him for 2000 souls and at his gravestone. Mhm, wo ist sein Gravestone? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Man ist alles vergeben und vergessen. Voll geil. Scheiße. Ah. 2000 Seelen habe ich.
Achso, der schläft da eine Runde auch gut. Wie geht's denn eigentlich hier runter hin? Uninteressant, da sehe ich nicht, dass da irgendwas liegt, deswegen gehe ich jetzt einfach. So, wo ist das denn? Bestimmt voll einfach zu erreichen und so. Guck mal, die haben die schon getötet, ist aber nett von denen. Oh Gott, okay. Hier steht gerade, if you kill him, you can come back and revive him for 2000 souls. Sometimes a couple of hours need to pass in-game before the grave appears. Mhm. Ja, aber wo würde es denn appearen, wenn... Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird das genau da erscheinen, das Grab, wo du ihn gekillt hast. Ach so, na dann. Kann es ja noch eine Weile dauern. Das ist aber gerade kacke, weil ich dich da nicht rufen kann. Ja, und wo kriegt man das normalerweise? Das kriegst du nur von dem, so wie es aussieht. Aha. Warum gibt er mir es nicht einfach? Wenn jeder Arsch das kriegt, warum krieg ich es nicht? Dann muss er sich auch nicht wundern, dass er stirbt. Also, er ist der Einzige, der es dir wirklich gibt, so wie es aussieht. Andere geben es dir einfach nicht. Musst du dafür durch dieses komische Ding da durch, oder? Du musst durch diese Falle im Endeffekt durchgehen. Du musst die Gegner gar nicht mal unbedingt killen, aber du musst halt eben durch die Falle durch, damit er dir das gibt. Kann man das Tor auch wieder irgendwie... Ja gut, jetzt ist er eh weg, aber kann man das Tor wieder hochmachen? Nein, das Tor kann man nicht wieder hochmachen. Kommt man da irgendwie anders hin? Ja, kommt man. Du kommst, wenn du statt in die Richtung des Tores gehst, links rum gehst und dann sofort wieder rechts, gibt es rechts an der Wand, an der Seite eine Treppe und dann kommst du wieder in das Gebiet rein. Moment. Anstatt dahin links, also da, wo die Typen die Bomben runterschmeißen wahrscheinlich. Genau, aber da musst du sofort erstmal rechts wieder gehen. Und auf der rechten Seite ist direkt an der Mauer eine Wand. Hier ist eine Leiter nach oben, die ist es aber nicht. Meine ich ja, die Leiter ist da. Aha, ja, dann, also ich war, hab da noch nichts gemacht, aber ich war da schon mal. Glaube ich. Dann hier runter wahrscheinlich. Lul, hier ist ein kleines Rufsymbol. Lul. Geh kaputt, geht doch. Achso, dann müsste ich da eigentlich runter, aber ich kann ja auch hier weitergehen. Was ist denn hier so? Ich. Hier ist erstmal nix. Oh, das ist ein Alter. Du hast mich gekillt. Ja, aber ich hab ihn gekillt. Weil er mir auf den Sack gegangen ist. Oh. Geilste Begründung ever. Ja, das ist auch die beste Begründung, weil er hat's verdient. Boah, Alter, braucht doch noch länger zum Ausholen. Meine Fresse, ey, ohne Spaß. Wenn Dummheit bisher noch keinen Namen hatte, jetzt hat er einen, ey. Ah, hast du krass gemacht. Hat er mich noch getroffen? Natürlich, ey. Ja, ja, hau mal. Komm hier raus jetzt. Jetzt geh doch nicht zurück, du sollst hier raus. Ja gut, warte, dann komm ich. Und zurück, da kommt einer mit Speer, die sind immer gefährlich. Ich hab leider nichts mehr zum Heilen, das ist jetzt ärgerlich. Hast du auch keine, wie heißt das hier, diese... Kann ich gerade nicht gucken. Lifestones? Nein, habe ich nicht. Immer noch nicht ich, darüber kommen soll. Die lutsche ich ja immer direkt weg, wenn ich sie hab. Weil die so lecker sind. Aromaschlick. Boah, geil, das wollte ich schon immer mal haben. Also immer. Schon ganz oft gedacht, was fehlt mir jetzt? Aromaschlick. Wo ist das? Verleiht Waffe, rechte Hand, vorübergehend Magie. Mhm. Ah, das habe ich auch. Das ist aber total unspektakulär. Aha. Jetzt bin ich also da. Jetzt bin ich auf der anderen Seite des Tores, ja. Gut. Aber bringt ja nichts, weil ich komme ja eh nicht weiter. Das
heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder hier zurück. Dankeschön, dass du runtergesprungen bist. Runtergefallen. Bitte. Wie zum Geier komme ich da rauf? What the fuck? Der war jetzt aber knapp. So, das Blöde ist, oh Gott. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, außer zu sterben. Das ist aber nett. Kann man das Tor nicht öffnen? Irgendwie? Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das Tor zu öffnen. Okay, dann muss ich gucken, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Nee, ich sterbe nicht, alles klar. Es kann mehrere Stunden dauern, bis das Grab kommt, ja. Willst du? Ja, es kann mehrere Stunden dauern, bis das Grab kommt. Laut Wiki-Seite von Dark Souls. Hm. Naja, ich werde einmal ganz kurz rasten. Gucken wir mal, ob das jetzt da ist. Ach nee, jetzt muss ich wieder gegen die kämpfen. Ich bin jetzt hier. Ach, ich bin hier. Okay. Mann. Hab ich gerade Seelen gekriegt? Nein. Alter, wie kann er denn blocken, obwohl er hinter mir steht? Ich hinter ihm stehe. Ach komm, der hat's doch kaputt gehauen. Der müsste jetzt eigentlich burnen. Die Nutte. Ist kaputt gehauen. So. Auch tot. Ja, ja, ihr werft mal euren Scheiß. Nix. Konnte man da nicht durch? Nein, konnte man nicht. Das ist scheiße. Ach, jetzt ist es aufgetaucht. Ach so. Ist hier irgendwas? Nö. 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 Nix da. Ja, naja, gut, ne? Machst ich hab nix? Einen S-Stock gekriegt. Ah, das ist diese Stechwaffe da. Da machst du halt jetzt nix. Ist jetzt doof gelaufen. Mal gucken, ob es in der nächsten Folge besser wird. Wahrscheinlich nicht. Tschüss.